Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video bei HiFi Journal. Wie ihr am Titel gesehen habt und auch an der Szenerie erkennt, bin ich hier nochmal bei ELAC in Kiel unterwegs. Neben mir sitzt der Scarf, Entwickler bei ELAC in Kiel. Und gemeinsam wollen wir euch mal das neue Produkt, oder besser gesagt den Jet AMT Hochtöner erklären, was der kann, was der besser macht. Und da würde ich jetzt mal Scarf das Wort überlassen. Und danke nochmal, dass wir hier bei euch sein können und die Gelegenheit dazu haben. Und ja, würde dir das Wort übergeben, mit den ersten Einleitungen zu beginnen. Machen wir das doch. Erstmal schön, dass du da bist. Du sprichst ein spannendes Thema an, weil es unglaublich viele Lautsprecher von uns betrifft, in die dieser Hochtöner hineinwandert. Zum Beispiel die Solano-Serie oder auch die Wähler-Serie. Aber du hast explizit danach gefragt, dass wir mal ins Technische einsteigen. Genau. Da triffst du natürlich einen wunden Punkt und ich hoffe, das wird nicht zu technisch, aber wir versuchen es mal. Genau, also gleich im Vorfeld, also wir haben auch eine ganze Menge über Blendungen dabei, die euch das technisch mal erklären, was ja, ihr euch in der Entwicklungsphase gedacht habt und um das auch mal zu verdeutlichen, wie das ganze Produkt so in seiner Wirkungsweise funktioniert. Mhm. Schlussendlich machen wir ja den Jet nicht seit vorgestern, sondern schon viele, viele Jahre. Und wir haben uns viele Jahre damit beschäftigt, was kann man machen? Welches Material kann man einsetzen? Wie kann man es verarbeiten? Wie bringt man die unterschiedlichsten Komponenten zusammen? Wie kann man es fertigen? Da steckt unglaublich viel Handarbeit drin, wenn es gebaut wird. Du hast es heute selbst gesehen. Wir haben da ein paar schöne Aufnahmen vorbereitet. Genau, die Zuschauer können es selber sehen. Da steckt viel Handarbeit drin und im Detail steckt wirklich der Kniff. Vieles ist in den Jahren wirklich optimiert worden. Und da stellt sich schon die Frage, was kann man denn noch machen? Und wir haben uns bei diesem Jet irgendwie den Ansatz erlaubt zu fragen, wie funktioniert er wirklich im Detail? Wo steckt vielleicht noch irgendetwas, was uns ein Problem bereitet? Wir sind diesmal nicht auf die Materialebene gegangen, denn wir haben schon ein Fertigungsverfahren für die ultradünne Folie, das recht einmalig ist und das nicht alle AMT-Hersteller verwenden. Wir haben ein unglaublich leichtes Material, unglaublich dünn, was es uns erlaubt, Frequenzen bis in den Ultraschallbereich ganz easy wiederzugeben. Von daher war das nicht der Ansatz zu schauen, welches Material können wir verwenden, sondern wo stecken andere Probleme. Und da fängt man bei etwas an, was sehr offensichtlich ist und was eigentlich den Blick auf den Jet ein bisschen verhindert. Denn der Jet ist ja eingehaust durch eine Frontplatte. Genau. Jetzt könnte man meinen, naja, das wird schon nicht so relevant sein, aber schlussendlich ist es von Relevanz, denn die Geometrie dieser Frontplatte hat einen massiven Einfluss auf die Akustik im Hörbereich, also bis 20 kHz, aber auch darüber hinaus. Und das war der erste Schritt zu gucken, was können wir da wirklich noch herausholen im Vergleich zu unseren Vorgängern und natürlich auch zu dem, was sonst noch so am Markt sich tut. Da glaube ich, habe ich noch einen interessanten Punkt, den haben wir im Vorfeld schon mal einmal besprochen, ist, ihr wolltet ja nicht damit starten und den Lautsprecher grundsätzlich verändern, sondern in seiner Grundcharakteristik belassen und ihn in Nuancen dahingehend verbessern, wo er vielleicht etwas nicht konnte. Und da ist die Solano, denke ich mal, ein ganz gutes Beispiel, wo du ja gesagt hast, im Mittenbereich seid ihr da jetzt noch einen Ticken präsenter unterwegs, womit unter das eine oder andere mal ein bisschen was, naja, ich will nicht sagen gefehlt hat, aber mehr hätte sein können. Genau, schlussendlich um mal ein Beispiel zu nennen. Schlussendlich bauen wir ja nicht nur einen Hochtöner. Schlussendlich entsteht ja ein ganzes Produkt. Ja. Und wir versuchen, das ganze Produkt natürlich besser zu machen. Aber natürlich ist der Jet eine Komponente und es ist das Herz von ELAC. Es ist das, was wir wirklich seit vielen Jahren bauen, wofür wir bekannt sind. Wir haben diese Technologie in den Markt gebracht, als niemand davon hören wollte. Wir haben es durchgezogen, durchgehalten. Und ich glaube auch, der Erfolg der AMT-Hochtöner am Markt gibt uns mittlerweile recht, dass da durchaus viel Potenzial drin steckt. Und wir wollten das letzte Potenzial halt weiter ausschöpfen. Genau, und wie ich schon sagte, die Frontplatte ist ein Geheimnis davon. Das Design ist nicht willkürlich entstanden, sondern ganz explizit, um den Hochtöner im Ultraschallbereich so linear wie möglich zu machen, so weitläufig wie möglich, aber auch im Hörbereich so, also den Einfluss der Frontplatte so gering wie möglich zu halten. Das ist uns gut gelungen und der Einfluss ist merklich da. Das ist das eine, was wir gemacht haben. Es ist offensichtlich, man kann es sehen, man kann es anfassen, es ist leicht zu verstehen. Was nicht so ganz leicht zu verstehen ist, ist das, was die Folie selbst betrifft.
die Veränderung der Frontplatte ist einfach zu erkennen, einfach zu sehen. Aber es gibt noch etwas, was man nicht so leicht erkennen kann. Wir sollten sie trotzdem, glaube ich, nochmal erwähnen, weil das jetzt, wenn du nicht direkt den Vergleich hast, dann ist es so. Also ihr habt hier die Charakteristik und die Abstände leicht verändert, also Richtig. Bei der Solano und bei der Vela unter anderem, um eben, ja, wie soll ich sagen, die Einflüsse mehr hervorheben zu können. Genau. Diese Gedanken und das, was bei rausgekommen ist, das wandert jetzt in alle ELAC-Modelle rein. Der Jet-Hochtöner gibt es ja in zwei verschiedenen Versionen. Einmal natürlich den, wie wir ihn kennen, in der großen Version für die Vela, Solano, für die On-Wall-Geschichten. Aber es gibt natürlich auch Lautsprecher, wo der Hochtöner auf einmal mitten im Chassis sitzt als koaxiales System. Der ist dann deutlich kompakter. Und auch da wird dann diese ganzen Gedankengänge werden dort ihren Platz finden. Also ihr werdet ja auch wahrscheinlich ist der Ansatz, das in den nächsten Monaten wirklich in die komplette Produktlinie mit einbringen. Richtig. Wir werden unsere ganzen Lautsprecher, die mit Jet ausgestattet sind, einmal einem Facelift unterziehen. Ein akustisches Facelift, möglicherweise an einer Stelle oder der anderen auch ein optisches, aber vornehmlich ein akustisches Facelift. Und ich glaube, das wäre auch noch wichtig zu nennen, die Produkte, die dementsprechend ausgestattet sind, alle mit dem Suffix .2 versehen. Ist das richtig? Richtig. Außer bei der Concentro vielleicht. Das würde komisch klingen. Da werden wir ja sehen, was noch kommt. Genau, so, das ist der Ansatz. Ich würde gerne mal dazu übergehen, also wir haben ja, also wie soll ich sagen, das Bändchen hast du gesagt, darf ich nicht nennen? Nein, das ist ein Hochtöner. Nein, du darfst nicht Bändchen sagen, weil es falsch ist. Das wäre den Fallprozess. Ich versuche es einfach jetzt mal so wiederzugeben, wie du das mir speziell für den Jet 6 auch schon nahegelegt hast. Die Phasen, die Faltphasen. Und ihr habt, ich zeige euch das jetzt in einer Detaileinblendung, wie kann man das nennen? Ein Muster eingearbeitet, was klangliche Auswirkungen haben soll. Genau. Also wir reden ja über die Folie. Und man darf es sich wirklich als Folie vorstellen, eine sehr dünne Folie. Es ist eine Trägerfolie. Die Folie an sich hat nichts anderes zu tun, außer das Aluminium, was auf ihr beschichtet ist, zu halten, zu fixieren und damit nachher auch ein geschlossenes System abzubilden. Diese Folie ist ultra dünn und an der Stärke hat sich nichts getan. Aber wir haben das Design des Aluminiums, was sich darauf befindet und was sozusagen nachher auch den Antrieb bildet, das haben wir modifiziert. Der Hintergrund ist der folgende. Wir haben uns Gedanken gemacht, welche Eigenschaften so ein Jet hat. Und jedes System, was wir so kennen, hat oft eine Resonanzfrequenz. Nicht nur im akustischen Bereich. Wir denken mal an eine Schaukel. Du saßt schon mal auf einer Schaukel. Und wenn du so eine große Schaukel vorstellst mit vielleicht 5 Meter langen Seilen, dann stellst du fest, Mensch, wenn ich da drauf schaukel, das schwingt unglaublich langsam. Und so eine kleine Kinderschaukel im Garten, die vielleicht nur einen Meter Seile hat, das schwingt es unglaublich schnell. Und solch ein schwingendes System finden wir nicht nur bei Tieftonlautsprechern, nicht nur bei der Schaukel oder bei einer Gitarrenseite. Wir finden solch ein schwingendes System auch beim Jet oder bei AMT-Hochtönern. Und zwar finden wir das nicht nur einmal, sondern wir finden es in unserem Fall gleich 28 Mal. Genau, also immer für die Faltprozesse sozusagen. Genau, wir haben 28 Seitenflächen. Das sind die Flächen, die sich aufeinander zu oder voneinander wegbewegen und damit den Schalldruck erzeugen. Und auf diesen Flächen sind die Aluminiumbahnen dort, die sich entweder mit dem Magnetfeld dann abstoßen oder halt, also ein Magnetfeld bilden, wenn Strom fließt und sich abstoßen oder halt dann zusammenziehen. Genau, und ich sagte schon, das ist ein schwingendes System. Es hat eine Resonanz. Und alles, was eine Resonanz hat, das möchte ein Eigenleben führen. Wie die Schaukel selber, es hängt halt davon ab, wie lang das Seil ist, die führt ein Eigenleben. Die will immer mit der gleichen Frequenz schaukeln. Und so ist es auch beim Jet. Diese Falten haben eine Resonanz. Und wir haben sie 28 Mal. Und da kommt der Ansatz her zu sagen, Mensch, eine Resonanz hat immer einen Einfluss auf die Akustik. Und wir wollen ja möglichst jeden Einfluss minimieren. Warum fangen wir nicht mal da an? Und da kommt die Idee daher, was wir mit dem Jet und dem Layout gemacht haben. Wir haben nämlich das sogenannte Federmassesystem verstimmt. Und zwar nicht im Ganzen. Man kennt das von einem Lautsprecherchassis. Wenn man die Membran schwerer macht, dann verändern sich die Eigenschaften des Chassis. Man kann da einfach ein bisschen Knete drauf machen oder so. Das geht nur beim Jet leider nicht. Deswegen mussten wir einen anderen Weg gehen und halt über das Design des Aluminiums auf der Folie haben wir das gemacht. Und wir haben halt jetzt kein kontinuierliches, gleichbleibendes Track-Design, würde man es nennen, also ein Design der Leiterbahn, sondern wir haben ein Design, was sich für jede Leiterbahn ein anderes Design bemüht, um nämlich
die Masse zu variieren. Wir erhöhen also die Masse oder wir verringern sie und damit verstimmen wir das Federmassesystem von jeder einzelnen Flanke und minimieren dadurch im Endeffekt den Einfluss der Resonanzfrequenz. Dadurch, dass wir nicht mehr 28 Systeme haben, die alle auf der gleichen Resonanz schwingen, sondern halt 28, die auf verschiedenen schwingen, kann man sich schon vorstellen, dann wird der Einfluss jeder einzelnen Resonanz minimiert. Wenn wir jetzt uns dieses Schema anschauen, ist es ja so, da das muss ich mal selber nochmal schauen, das, was in der Mitte quasi ist, dort ist mehr Aluminium aufgetragen. War das richtig? Genau richtig. Es ist mehr Aluminium aufgetragen. Genau. Aluminium hat mehr Gewicht als die Trägerfolie. Und da mehr Aluminium da ist, haben wir eine höhere Masse. Dadurch verstimmt sich zum Beispiel eine der mittleren Falten nach unten in der Resonanzfrequenz im Vergleich zu den Außenlinien. Und das im Zusammenspiel mit diesen, wie sagt ihr dazu, Frontplatten hier in dem Falle, habt ihr dann halt das Klangverhalten von dem Hochtöner angepasst? Ne? Genau, die Frontplatte linearisiert sozusagen den Frequenzgang, während das Track-Design, wir nennen es gerne Schmetterling, weil man es ganz leicht erkennen kann, wenn man den Jet gegen das Licht hält. Ich nenne es wie ein Wasserzeichen auf meiner Geldnote. Ist ein Wasserzeichen, wenn man so will. Genau, man kann es von außen erkennen. Das nimmt Einfluss auf die Qualität der Wiedergabe, auf den Klirrgrad. Genau. Und das ist ja der Punkt, was du auch gesagt hattest. Dort habt ihr angesetzt, um eben das Produkt nicht zu verändern, sondern in diesen Nuancen zu verbessern, was halt eben diese Konstruktion jetzt mit sich bringt. Ne? Richtig. Und den Prozess selber, wie dieses Material eingearbeitet wird, hast du gesagt, das ist so, ich will nicht sagen Betriebsgeheimnis, aber euer heiliger Gral. Ja, man spricht nicht über alles offen. Ist ja auch okay. Nein, schlussendlich gibt es verschiedene Möglichkeiten, das Aluminium und das Polyamid zusammenzubringen. Und das Fertigungsverfahren, das wir nutzen, das erlaubt es halt, unglaublich dünnes Polyamid zu nutzen. Und dadurch wird halt der Einfluss der Trägerfolie sehr, sehr gering. Und das Einzige, was bleibt, ist nachher wirklich das Aluminium, was in der Masse sich darstellt und was nachher auch die Eigenschaften des Jets ermöglicht. Nämlich, dass er unglaublich hoch bis in den Ultraschallbereich spielt, unglaublich linear. Es gibt so viele wunderbare Eigenschaften von einem AMT-Hochtöner. Man muss ihn mögen, glaube ich, ist auch eine Charakteristik. Also das ist ja auch so im Volksmund auch ein bisschen verbreitet. Das kommt aus dem Volksmund. Ich glaube, es hat seine Berechtigung, wenn wir 20 Jahre zurückschauen. Aber ich glaube, im Vergleich zu heutigen Produkten oder auch zum Jet 6, dann wird einem schnell klar, was da alles passiert ist. Ich denke auch, ja. Die technologischen Vorzüge eines AMTs sind unglaublich. Denn man darf nicht vergessen, bei einem AMT wird jede Fläche, so klein wie sie auch ist, angetrieben. Im Vergleich zu einem Kalottenhochtöner, wo ich eine umliegende Schwingspule habe und wo irgendwann anfängt, die Mitte des Kalottenhochtöners sich anders zu bewegen als die äußeren Teile. Es fängt an, so Moden auszuprägen. Das Ding macht irgendwas im Frequenzgang, unterm Winkel anders gemessen als auf der Achse. Beim Jet ist das nicht so. Das ist wirklich ein System, was sich unfassbar linear auf jedem Punkt verhält und damit seine akustischen Vorzüge ausspielt. Und das, was man vorher mal oder früher als vielleicht spitz, scharf, sehr frisch bezeichnet hat. Frisch finde ich gut. Das ist wirklich nicht mehr da. Es ist ein unglaublich kultiviertes Stück akustischer Ingenieurskunst geworden. Und arbeiten wir dran. Mit. Abschließend würde ich gerne mal noch zwei, drei Sachen hier zu diesen Komponenten sagen wollen. Mhm. Also das ist ja das Grundbauteil. Das wird per Hand gefaltet, eingearbeitet. Wir haben es euch gezeigt hier in den Überblendungen. Kommt dann in die Magnetspule, Magnetgehäuse. Wie sagt ihr bei euch? Genau, es sind Eisenteile. Und die Eisenteile bilden sozusagen das magnetische System in Verbindung mit dem Magneten. Du musst ja ein Magnetfeld irgendwie leiten. Ansonsten wird dann hier hintergebaut. Hier kommt nochmal die Platte vorne drüber. Genau. Oder das ist, glaube ich, aus der Wähler sogar. Nee, ist es nicht. Wie auch immer. Mitteltieftöner ist der hier, der in der Solano verbaut ist, in der neuen. Und speziell bei diesem Lautsprecher können wir nochmal sagen, dass es jetzt auch ein Frontgitter gibt, magnetisch haltend. Wir haben dort den Kontrast abgebildet, gibt es auch künftig dann in weiß und separat erhältlich, nehme ich an. Genau, ist optional verfügbar, wird magnetisch gehalten und dieses Gitter lässt sich mit allen Lautsprechern der Solano und der Wähler-Serie kombinieren. Leider, in Anführungsstrichen, nur ab der zweiten Generation, also jetzt ab der Wähler Punkt 2 und der Solano Punkt 2, die alle mit dem Jet 6 ausgestattet sind. Denn da sind im Gehäuse die Magnete
für die magnetische Halterung vorhanden. Okay. Gut, ich hoffe, wir konnten ein bisschen was vermitteln, was wir euch erzählen wollten, was Garf uns erzählen wollte. Und danke dir für die Ausführung. Sehr gerne. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Schau dir gerne auch das Video von der neuen BS 312 Elegant. Habe ich das richtig gesagt? Ja. Elegant BS 312.2. Genau, so war der richtige Wortlaut nochmal an. Ich habe das hier nochmal verlinkt. Haben wir ja auch gedreht und würde mich freuen, wenn wir uns wiedersehen in einem der nächsten Videos. Mach's gut, bis dahin. Ciao.